Hallo Leute, weiter geht's bei Eternal Darkness. Nachdem wir beim letzten Part so dermaßen gefehlt haben, haben wir jetzt die Möglichkeit, noch größere Zauber auszusprechen, ja? Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was wir jetzt tun können. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich in Ruhe gelassen werde von all diesen Viechern. Ja, die Ratten dürfen mitkommen, die sind in Ordnung. Ja. Hier, das hier muss ich jetzt wegmachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Erkennung machen muss oder irgend sowas. Ich mache einfach mal Erkennung. Moment. Soll ich? Ja, ich nehme Erkennung. Und das ist das da und das da. Okay. Dann neuer Spruch. Damit. Rot nehme ich mal an. Das da. Verstärken. Und verstärken. Nochmal verstärken. Wow, wie das klingt. Alles klar, dann sprechen wir den mal. Sprechen wollte ich das. Damit. Und rot, ja. Ja, und es funktioniert. Sehr, 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 sehr gut. Das war so dermaßen gut, dass ich eigentlich speichern möchte, aber im Moment nicht darf. Das ist super. Eine schwere Eichentür wird sichtbar, nachdem die Magie ihre Macht gezeigt hat. Das Holz ist mit Kratzern und Kerben übersät, die eine lange, finstere Geschichte erzählt. Der Griff der Tür fehlt. Es scheint, als könne diese Tür nicht geöffnet werden. Oh. Oh. Das ist jetzt ein Problem, oder habe ich irgendwie... Nee, irgendwie habe ich nichts, oder? Mit dem Glückspenny vielleicht. Nee, hätte ich jetzt gerade keine Idee. Und damit kann ich ja immer noch nicht agieren, oder? Nee, irgendwas ist immer noch nicht in Ordnung. Ich überlege gerade. Was übersehe ich? Was übersehe ich? Ah, ich kann doch hier hoch. Ah, ja, stimmt, hier hoch. Ha, ha, ha. Mein Gott. Nee. Hä? Nee, hier oben war ich. Aber ich habe damals nichts gesehen. Vielleicht sehe... Oh, lass mich in Ruhe. Vielleicht sehe ich ja jetzt irgendwie mehr. Nee, offenbar nicht. Hätte ja sein können. Verdammt. Verdammt. Aber da drin war ich, oder? Da vorne gab es auch nichts. Scheiße, jetzt brauche ich so eine... Ein Türdingen, sehr super. Woher soll ich jetzt so eine Dinges nehmen? Was ist das hier? Einfach eine Tür oder was soll das sein? Ich sehe es nicht mal. Nee, er will damit auch nicht agieren. Was? Blablablups, ja, ist in Ordnung. Menu, ich dachte, ich komme jetzt weiter und jetzt ist wieder nichts. Wollt ihr mir was sagen, Ratten? Liebe Ratten? Wollt ihr mir irgendwie was sagen? Offenbar nicht. Da ist auch nichts, haben wir gesehen. Nee, das ist leer. Verdammt! Warum hänge ich jetzt schon wieder fest? Das ist doch, das gibt's gar nicht. Dann gehe ich halt eben nochmal nach unten. Was war da nochmal? Nee, nicht da. Typ, nee. Moment. Was will er dazu sagen eigentlich? Ja gut. Nichts. Man kann sich den Raum nur ansehen. Okay. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, was ich übersehe. Ich muss da irgendwie die Orgel aktivieren. Irgendwie. Aber ich habe keine Ahnung wie. Irgendwas klappt ja da nicht. Irgendwas klappt ja da nicht.
Stimmt, eine Sicherung brauche ich auch noch irgendwie. Sicherung, eine Tür, ja. Mir fehlen so... Ich versuch's einfach nochmal, komm. Hebel tätigen, ja, bitte. Ja, schön den Hebel durch den Arm durch. Das Geräusch, bla bla blups. Unterbrochen ist. Ja, schön den Hebel durch den Arm durch, natürlich. Da bin ich jetzt ein wenig überfragt. Oder habe ich hier drüben was übersehen? Sorry, Leute. Nun Dampf. Ja. Ja. Aber hier hinten ist nichts mehr, oder? Oder habe ich hier was übersehen? Untersuchen. Nee, hier kann ich definitiv auch nichts tun. Hä? Ich stehe mal wieder kräftig auf dem Schlauch, Leute. Halt, ich gehe jetzt nochmal ans Ende dieses Raumes. Ah, leck mich doch, du Dreckskackvieh. Fick dich. Okay, ich hätte gern lila. Lila, lila! Jawoll. Da steht zwar so ein Penner, aber meinetwegen. Tschüss, sage ich da nur. Halt, da liegt jemand. Da liegt... Du Dreckspenner, da liegt jemand. Halt, beam mich nochmal dahin, bitte. Ja, so kann ich die Viecher auch gleich töten. Ist auch in Ordnung. Nein, jetzt sieht es wieder anders aus. Verdammt. Die sind nicht mehr so leicht zu besiegen. Hallo, Leute. Hallo, hallo. Kann ich zu dem hier was sagen? Zu dem hier? Nee, der will... Doch, jetzt. Der leblose Körper eines jungen Mannes liegt gekrümmt vor der Wand der Plattform. Eingetrocknetes Blut bedeckt Gesicht und Nacken und hat die Reste dessen, was einmal eine Uniform war, dunkelrot gefärbt. Ja, toll. Ja, toll. Aber er hat nichts für mich dabei. Das ist sehr dumm. Was könnte ich denn noch tun? Nein, nicht den Typ hier. Nein, nicht den Typ hier, sagte ich. Da ist eine massive Wand. Ich muss nochmal alle Fässer absuchen. Ja, ansonsten fehlt mir da gerade eine Idee. Nein, nein und nein. Hä? Leute? Ich brauche eine Sicherung und ein Hebel. Nochmal hier genau lesen. Bla 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 bla. Dampfdruck ist. Die ist eine. Ja, nee, bringt mir alles nix. Bringt mir alles nix. Hä? Mano, und ich dachte, oh geil, ich kann jetzt Ultramagien sprechen und. Aber es bringt mir einfach alles nix. Ich muss da irgendwie weiterkommen. Ich muss einfach. Aber ich habe keine Idee, wie ich hier weiterkommen könnte. Nochmal lesen. Der Griff fehlt. Es scheint, als könne sie nicht geöffnet werden. Ach ja, ich gebe dir gleich nicht geöffnet. Hier, bam. Bam. Okay, es geht nicht. Okay. Hätte ja sein können. Ja, aber... Viele Möglichkeiten habe ich doch gar nicht mehr. Hat der Typ jetzt gerade geschlagen? Hat er gerade geschlagen? Hört, ich halte mein Gamepad gerade nur mit der linken Hand fest. Ein Finger ist nicht mal in der Nähe der Angriffstaste. Nicht mal in der Nähe. Das Spiel fängt an, mir langsam wirklich Sorgen zu bereiten. Es wurde jetzt sehr lange geladen. Verhältnismäßig. Ist jetzt vielleicht irgendwas anders? Ich untersuche jetzt nochmal alles, was ich untersuchen kann. Und wenn da nichts mehr ist, dann werde ich halt wieder alleine nachsehen. Was anderes bleibt mir dann da wieder nicht mehr übrig. Ja, ich kann nicht rausgehen. Gehe ich halt wieder hier hoch. Ja, hier oben ist die letzte Möglichkeit, die ich noch habe. Ich meine, er könnte ja auch sonst irgendwie was... Ja gut, einen Türgriff basteln ist vielleicht nicht gerade das Einfachste der Welt, aber... Mein Gott! Ich weiß doch auch nicht. Mann, verdammt, helft mir doch! Oh, Menno. So,
Hier, noch irgendwie, irgendwo, irgendwann was. Nein, 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 nein. Nee. Hier oben ist auch definitiv nichts. Leute, ich sehe mich mal kurz alleine um. Moment. So, Leute, da bin ich wieder. Ich will gar nicht wissen, wie lange ich jetzt rumgeprübelt habe, ja? Die Idee ist nicht so genial, wie sie dumm ist, ja? Ganz im Ernst. Nochmal, an der Wand neben dem Generator befindet sich ein offener Sicherungskasten. Eine der Sicherungen fehlt. Es gibt keinen Hinweis darauf, wo sie sein könnte, ja? Wir setzen statt einer Sicherung, jetzt kommt's, einen Glückspenny ein. Einfach mal ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Kann mir jemand bestätigen, dass das auch nur ansatzweise funktioniert? Ansatzweise? Weil ich habe das mehr auf Schwachsinn ausprobiert, ja? Und passt auf, benutzen. Es funktioniert. Peter besitzt eine Menge Einfallsreichtum und ersetzt die fehlende Sicherung einfach durch seinen Glückspenny. Und erstaunlicherweise funktioniert es. Der Strom kann wieder fließen. Ja, erstaunlicherweise funktioniert es. Super, nicht wahr? Mein Gott, ist das dumm. So. So, jetzt funktioniert das Ding. Es gibt wieder Strom. Und ich nehme mal an, ich kann jetzt auf der Orgel spielen gehen. Ja. Nehme ich jetzt mal stark an. Mein Gott. Was habe ich jetzt nicht alles ausprobiert? Ich kenne diese Kirche bald in- und aus. Wendig. Oh, verdammt. Ein wenig bin ich jetzt gerade erschrocken, aber nur ganz ein kleines bisschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh nein. Stirb. 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 Und zack. So. Offenbar habe ich irgendetwas erreicht. Moment, was sollte ich jetzt eigentlich tun? Ich wollte zur Orgel gehen. Oh nein. Komm hoch. Komm hoch. Stirb. 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 Haha, zack. Oh nein, noch eins. Na, du verdammtes Drecksvieh. Ich würde gerne in der einen Hand die Fackel halten und in der anderen das Schwert, aber das geht ja nicht. So, jetzt gehen wir hier hin und spielen die Orgel. Scheiße, was fehlt da? Ah, oh nein, ich weiß doch nicht mehr. Müsste ich jetzt nachsehen gehen. Nee, das stimmt so nicht. Was? Ah, noch, aha, noch eine. Scheiße. Ja, toll. Habe ich mir jetzt natürlich nicht gemerkt. Also A, B, Y, X. Vermutlich B. Ich sag mal B, Y, A, A. Ich weiß es nicht. Nee, das klingt scheiße. Leute, wisst ihr was? Ich hab's ja aufgenommen. Also, Moment mal kurz, bitte. So, Leute, ich hab's gefunden. Ja, man hätte selber drauf kommen können, glaube ich. Also, A. So. Ja, meinetwegen. Ich glaube, ich habe das sogar versucht, aber offenbar habe ich was Falsches gemacht. Naja, ist nicht so wild. Wir haben jetzt da hinten einen Türgriff gefunden und ich hätte gerne die Fackel. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich hätte jetzt da noch länger rumprobieren können, aber ehrlich gesagt hatte ich keine Lust. Nee. Ja, man hat das sogar gesehen. Habe ich das Ding noch? Nee, jetzt hat es weggeworfen. Das Notenblatt. Dummer Typ. Dummer, dummer Typ. So, wir nehmen das. Der Tabernack. Ist nahezu leer. Leere breitet sich dort aus, wo eigentlich Weihwasser, Hostien oder andere geweihte Gegenstände stehen sollten. Im staubigen Fach liegt ein Türgriff. Nehmen, ja bitte. Sieht eher aus wie ein Schwanz eines Tieres oder irgend sowas. Kann ich jetzt eigentlich nochmal auf der Orgel spielen gehen? Will er es nochmal tun? Nimmt mich jetzt gerade Wunder. Ja, kann ich. Moment, nochmal, ob man es erkennen kann.
Ja, so muss das tönen, so ist das richtig. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, wir gehen noch kurz zu dieser Tür da und dann würde ich sagen, sag die Zeit. Ja, genau, das würde ich sagen. Genau. Leute, das war's für heute mit Eternal Darkness. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.